Ja, ein herzerfrischendes Moin Moin aus der Motorradwerkstatt. Herzlich willkommen zur nächsten Dauertest-Abschlussbilanz. Vor mir steht eine G310R, zumindest das, was davon noch übrig ist. Und neben mir steht der Peter Meyer. Hallo, hallo Peter. Hallo. Redakteur bei Motorrad und Dauertestpate der BMW G310. Ich. Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, mit so einem Motorrad einen Dauertest zu machen? Ja, das hat mehrere Facetten. Einer der wichtigsten Gründe war, dass das Motorrad natürlich ein neues Modell ist und ein relativ unkonventionelles Motorkonzept besitzt. Das heißt, der Einzylinder ist etwas nach hinten geneigt und hat einen umgedrehten Zylinderkopf. Das heißt, der Auspuff geht nach hinten, der Ansaugtrakt kommt von vorn in den Zylinderkopf rein. Und das hat uns natürlich interessiert an dem Motorrad. Und dann vor allem ist es das erste Motorrad von BMW, das nicht in Berlin gebaut wird, sondern beim Joint Venture Partner TVS in Indien. Okay. Und TVS, eine kurze Erklärung, das ist eigentlich keine kleine Klitsche, wie man vielleicht von hier aus vermuten möchte, sondern das ist der drittgrößte indische Motorradhersteller, der baut insgesamt 3 Millionen Motorräder. Kleiner Vergleich, BMW baut 165.000 Motorräder pro Jahr. Dauertest an sich, 50.000 Kilometer, das wissen wir schon, aber was bedeutet Dauertest sonst? Dauertest bedeutet vor allem, dass wir die 50.000 Kilometer in einer möglichst kurzen Zeit hinter uns bringen, beziehungsweise auf das Motorrad fahren. Der Hintergrund ist ganz klar der, dass wir das Motorrad natürlich noch aktuell haben möchten. Das heißt, dass wir eine möglichst kurze Zeitspanne zwischen dem Erscheinen des Motorrads und den 50.000 Kilometern, die wir damit zurückgelegt haben, haben möchten, um die Erfahrungen an die Leser beziehungsweise an die Videozuschauer hier weitergeben zu können. Und nach 50.000 Kilometern wird das ganze Ding dann zerlegt und genau durchgemessen? Ja, genau so ist es. Mhm. Also wir sehen, du hast schon erwähnt, wir sehen hier den Rest des Motorrades. Vor 4 Wochen haben wir den Dauertest beendet und das Motorrad hier komplett zerlegt. Fangen wir mal von vorne an. Wie hat sie sich überhaupt geschlagen und was war überhaupt los? Ja, es ist ein ganzes, wie erwähnt, es ist ein ganz interessantes Motorrad. Es ist ein kleines, knuffiges Nakedbike, eigentlich der direkte Konkurrent zu der KTM 390 Duke. Ja. Und es ist ja ein sehr erfolgreiches Motorrad, liegt derzeit auf Platz 8 der Zulassungsstatistik in den vergangenen beiden Jahren. Und da hat BMW natürlich auch in Deutschland oder in Europa eine Chance gesehen, dieses Motorrad unter die Leute zu bringen. Für uns war das natürlich ein wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt war natürlich auch, wie schlägt sich so ein kleiner Motor, der natürlich auch beim Fahrbetrieb sehr belastet wird, hohen Drehzahlen in der Regel gefahren wird, wie schlägt er sich auf 50.000 Kilometer? Wie hat er sich geschlagen? Gehen wir vielleicht mal der Reihe nach vor. Wir führen ja Fahrtenbuch. Das heißt, alle wichtigen Ereignisse, alle Reparaturen vor allem, notieren wir. Und da haben wir ganz am Anfang haben wir festgestellt bei der G310, dass jetzt da die Kupplung zum Beispiel sehr spitz reagiert. Das heißt, die hat einen sehr kurzen Ausrückweg. Ja. Wir sagen, die Kupplung rupft. Mhm. Das hat sie getan von, würde ich sagen, mal Kilometer 1 bis zu Kilometer 50.000. Also das hat sich einfach nicht groß gebessert. Man gewöhnt sich daran. Aber es war so eine kleine Eigenheit, die man ja nicht unbedingt haben möchte. Gerade im Stadtverkehr, wenn man ampellos fährt, möchte man die Kupplung ja leicht dosieren können. Dann haben wir auch von Anfang an einen relativ großen Leerweg an der Vorderradbremse festgestellt. Die Bremse an sich hat relativ gut funktioniert, aber der Leerweg war immer relativ lang. Das heißt, man hat ein eigenartiges Bremsgefühl gehabt. Der Druckpunkt war auch nicht sehr definiert. Und das hat sich so eigentlich auch über den ganzen Testablauf hingezogen. Ja. Wir haben dann mal, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, bei Kilometer 30.000 sogar die Bremspumpe gewechselt. Das haben wir von Magura ein Nachrüstteil bestellt, haben das ersetzt. Hier ist jetzt die Originalpumpe wieder dran. Ja. Wir haben das ersetzt, um zu sehen, liegt es vielleicht an der Pumpe. Es war dann letztendlich so, dass der Leerweg ein bisschen reduziert war. Der Druckpunkt war deutlich straffer. Aber letztendlich sind wir dem eigentlichen Problem der Vorderradbremse, dieser teigigen Ausrichtung, sind wir eigentlich nicht auf den Grund gekommen. Angesprochen Bremsprobleme. Ich glaube, an der Hinterradbremse war auch was, oder? Wir hatten bei Kilometer 18.000 hatten wir das Problem, dass die Hinterradbremse das Hinterrad nicht mehr ganz freigegeben hat. Das heißt, die Kolben, die Bremskolben sind nicht mehr ganz zurückgegangen. Mhm. Das heißt, wenn man die Bremse losgelassen hat, haben die Beläge immer noch an der Scheibe geschliffen. Und wir haben das versucht zu reparieren, indem wir die Bremskolben ausgebaut haben, ein bisschen und dann sauber gemacht haben. Es war zunächst auch besser, aber letztendlich wurde sie dann immer wieder rückfällig, die Hinterradbremse. Und da haben wir es bei besagten Kilometern 18.000, haben wir dann die Scheibe mitsamt dem Bremssattel
und auch der gesamten Betätigung ausgetauscht. Es wurde uns auf Garantie von BMW ersetzt, weil das Problem offensichtlich auch ein bisschen bekannt war. Okay, ähnlich vorne, musste da auch was getauscht werden oder war es dann nur hinten das Problem so? Im Rahmen der Zwischenbilanz haben wir bemerkt, dass mit dem neuen Vorderrad, dass da der Druckpunkt ein bisschen stabiler war, ein bisschen straffer die Bremse ausgelegt war. Das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir bei dem Motorrad letztendlich dann auch die Bremsscheibe ausgetauscht haben, obwohl sie noch nicht verschlissen war. Mhm. Man muss sagen, so eine Bremsscheibe oder diese Bremsscheibe, die hat 0,5 mm Verschleißmaß. Verschlissen war sie nur zu 0,25 mm, das heißt, es hätte wahrscheinlich noch den ganzen Test, hätte die Bremse ausgehalten. Aber wir haben das dann trotzdem ersetzt, wie gesagt, mit mäßigem Erfolg. Es wurde ein bisschen besser, aber letztendlich nicht durchschlagend, wie wir es vorhin schon erwähnt hatten. Da haben wir uns ja da recht intensiv beschäftigt mit der Bremse. Man konnte damit leben, aber perfekt war es nicht. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, um mal dieses Thema Bremse jetzt abzuschließen. BMW ist das Ganze bekannt und in den USA haben sie da auch größere Konsequenzen rausgezogen. Ja, oder? Das ist ganz aktuell. Mhm. Gerade im Moment hat BMW eine Rückrufaktion gestartet und auch einen Verkaufsstopp für die neuen G310R bzw. GS-Modelle, weil in den USA und in England offensichtlich aggressivere Streusalze verwendet werden als hier in Europa. Da hat man offensichtlich das gleiche Problem, wie wir mit der Hinterradbremse hatten. Das heißt, die Bremskolben sind korrodiert und haben die Bremse dann blockiert. Ja. Und aus dem Grund, wie gesagt, hat sich BMW entschlossen, jetzt offensichtlich die Bremsen zurückzurufen, zu kontrollieren, eventuell zu reparieren. Okay, aber in Europa, muss ich noch dazu sagen, in Europa gibt es diesen Rückruf nicht. Wir denken, das hat einfach den Hintergrund, wir fahren mit dem Motorrad natürlich das komplette Jahr, 12 Monate im Jahr. Das heißt, auch wir fahren eben im Streusalz und bei großer Kälte und die meisten Besitzer von den Motorrädern hier in Europa, die lassen ihr Motorrad halt im Winter stehen und haben diese Probleme nicht so ausgeprägt, wie wir sie hatten. Das denke ich mal, das wird der Hintergrund sein, dass es eben in Europa momentan zumindest noch nicht durchgeführt wird. Thema Bremse so mäßig gut abgeschlossen. War sonst noch was? Ja, wir haben gerade das Thema Wintereinsatz angesprochen. Ja. Wie gesagt, wir fahren eben das ganze Jahr durch bei allen Witterungsbedingungen und mussten dann bei Kilometer 42.000, also relativ knapp vor Dauertestende, mussten wir die Lenkkopflager bei diesem Motorrad auswechseln. Wir denken auch, dass das mit durch die harten Winter letztendlich verursacht wird. Streusalz, Straßendreck generell gelangte in die Lager. Die Lager sind rau gelaufen und gerade jetzt beim langsamen Fahren im Stadtverkehr zum Beispiel, da hat das Motorrad so ein bisschen getaumelt und dann haben wir uns einfach entschlossen, die Lenkkopflager auszuwechseln. Mhm. Und dann war es wieder gut. Und dann war alles wieder gut. Ja. Ähnliche Sachen, gab es noch irgendwas? Wir haben vorhin uns schon mal ein paar Teile angeguckt. Da hattest du den Anlasserfreilauf in der Hand. Da gab es auch irgendwas. Ja, und zwar, das war noch knapper am Dauertestende, also bei Kilometer 46.000. Hatten wir, es war hier eine Tiefgarage, wir wollten losfahren abends und dann hat der Starterknopf eben nur noch Klick gemacht, ohne dass sich der Motor gedreht hat. Wir mussten das Motorrad dann in die Werkstatt bringen und da hat man festgestellt, dass in diesem Anlasserfreilauf, da gibt es kleine Wälzkörper und die gehen nach außen, nehmen den Antrieb letztendlich beim Druck auf den Starterknopf mit und da war diese Rückholfeder für diese Wälzkörper, die war ausgeweitet, sprich der Anlasser letztendlich dann blockiert. War keine große Reparatur, aber es war letztendlich doch so, dass wir halt das Motorrad mit dem Transporter zum Händler fahren mussten, weil wir es aus eigener Kraft eben nicht mehr hinfahren konnten. Ja, das ist immer das, was die Kunden ungerne hinnehmen. Ja, nicht nur die Kunden, auch wir. Auch wir, ja. Ja, dann zum Dauertestende hin war doch einiges los, aber es gab noch das ganz, ganz große Finale. Erzähl einfach mal. Ja, das ganz große Finale war eigentlich ganz anders gedacht und zwar unser Kollege, der die Sportreportagen macht, wollte praktisch zum feierlichen Abschluss des Dauertests, wollte der und ist letztendlich auch von Stuttgart nach Jerez zu den MotoGP-Tests gefahren mit dieser BMW hier. Auf dem Rückweg wollte er noch in Budapest einen Bekannten besuchen und dann hierher kommen. Also letztendlich wollte er 6.400 Kilometer hinter sich bringen und das muss man sagen in 8 Tagen. Also das ist schon ein strammer Ritt, den er da geplant hatte und hat es auch fast geschafft. Also er blieb im Zeitplan bis 200 Kilometer vor Schluss hier von dieser Tour. Da ist ihm auf der Autobahn bei 140 km/h, sagt er ungefähr, ein lautes Klackern aufgefallen und er hat den Motor sofort abgestellt und uns hier angerufen. Wir sind hingefahren mit dem Transporter wieder mal.
die BMW hier in die Werkstatt geholt und haben den Motor dann im Beisein eines BMW-Mechanikers vom Werk haben wir dann geöffnet. Und da musste man feststellen, dass das Bläulager gefressen hatte auf der Kurbelwelle. Und das ist dann schon ein relativ großer Schaden. Die Reparatur war eigentlich einfacher, als wir befürchtet hatten. Das heißt, das Bläuel wurde ausgetauscht, die Lagerschale des Bläuels natürlich mit ausgetauscht. Und die Lauffläche auf der Kurbelwelle, auf dem Hubzapfen, die wurde mit Leppleinen die wieder geglättet, sodass wir die letzten 2000 Kilometer, so viel haben noch gefehlt, bis zu 50.000 Kilometer, sodass wir die voll hinter uns bringen konnten. Ja. Du schnaufst jetzt tief, weil du eine Einschränkung hier anbringen möchtest. Genau. Weil man muss dazu sagen, dieser Bläuellagerschaden, was ja ein gravierender Defekt ist, der könnte mittelbar vielleicht auch durch eine Unvorsichtigkeit hier von der Redaktion, von eines Kollegen mit verursacht gewesen sein. Und zwar gerade hier in der Tiefgarage. Es war keiner dabei, er hat uns das nur so erzählt. Ihm fiel das Motorrad um, schon der Motor war am Laufen, das Motorrad fiel um und warum auch immer, er hat es eine Minute oder anderthalb liegen lassen auf dem Boden in der Tiefgarage und jetzt lässt sich natürlich nicht zweifelsfrei sagen, ob der Motor bzw. die Ölpumpe, ob die Luft gezogen hat und dass der Zylinderkopf bzw. die Kurbelwelle nicht mit ausreichend Öl versorgt war in dieser kurzen Zeit. Und deswegen tappen wir da ein bisschen im Dunkeln. Wir können weder beweisen, dass es keinen Schaden letztendlich durch diesen Umfaller ergeben hat oder keine Vorschädigungen, können aber auch das Gegenteil nicht beweisen. Ja. Und insofern muss man einfach mit dem Ergebnis leben. Ist zwar schade, weil das hat das Ergebnis des Dauertests natürlich schon ein klein bisschen beeinträchtigt bzw. verfälscht, aber c'est la vie, so ist es halt mal. Und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ja. Und dann sollte man und darf man die auch zugeben. Ja, also leider ein Fehler, den man nicht alleine der BMW zuschreiben kann. Oder glücklicherweise für die BMW natürlich. Ja. Da müssen wir uns den Schuh auch mal anziehen. Genau. Ja, was gab es sonst noch? Das Motorrad wurde im Anschluss zerlegt und alles wurde genau durchgemessen. Ja. Und wie war der mechanische Zustand so? Da darf man sagen, selbst nach der Reparatur des Bläulagers. Wahrscheinlich ist da auch noch ein bisschen Metall auf die Laufflächen geraten von der Ausgleichswelle oder von den Getriebewellen. Selbst nach diesem Schaden hat der Motor wirklich einen guten Eindruck gemacht. Wir hatten eine ausgeprägte Abtragung von Material bei der Ausgleichswelle, aber alle anderen Lagerschalen waren in gutem Zustand. Die Ventilsitze sind leicht ausgeschlagen, aber auch in einem unkritischen Zustand. Wir hatten beim Getriebe eigentlich nur beim sechsten Gangrad so leichte Metallausbrüche, aber das ist auch nach 50.000 Kilometern nichts Ungewöhnliches. Eigentlich war der Motor in einem erstaunlich guten Zustand, wenn man bedenkt, dass sicherlich kein anderer Dauertestmotor in den letzten vielen Jahren mit so einem hohen Vollgasanteil gefahren wurde, ja, wie der G310-Motor. Und das ist eigentlich schon, denke ich mal, in der Summe ein sehr positives Fazit. Dann können wir eigentlich zum Abschluss kommen. Es gibt ja immer so ein Gesamtfazit. Wir sagen Motor gut. Sonst ein paar Probleme, dein Gesamtfazit? Ja, ein Gesamtfazit darf man wirklich sagen, ist nahezu rundherum positiv. Ja. Wenn wir jetzt abrechnen, die Probleme, die wir mit den Bremsen hatten, oder dass wir einen relativ hohen Kettenverschleiß hatten, oder auch, dass die Kupplung vielleicht auch durch unsere Messungen eingangs des Tests ein bisschen überlastet waren, man merkt schon, dass das Motorrad scharf kalkuliert ist. Das Motorrad kostet 5.000 Euro. Mhm. Und insofern müssen da die sämtlichen Teile, denke ich mal, schon knallhart kalkuliert sein. Das merkt man diesen Elementen, die wir gerade angesprochen haben, an. Am Rest, sei es am Motor, den wir gerade schon erwähnt haben, der relativ wenig Verschleiß zeigt. Und erst recht am Fahrwerk, da merkt man, dass eben nicht so sehr gespart wurde. Ja. Also das Fahrwerk ist noch tipptopp in Zustand, besser wie manche Mittelklasse-Maschinen, die wir im Dauertest hier schon hatten. Und da kann man wirklich sagen, unterm Strich eigentlich ein rundherum oder nahezu rundherum positives Fazit. Und unter normalen Einsatzbedingungen, nicht diesen extremen Bedingungen, die wir hier haben beim Motorrad-Dauertest, ich glaube, da kann schon jeder Besitzer mit der G310 eigentlich ganz zufrieden sein und glücklich werden. Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort, Peter. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und für euch bis zum nächsten Mal. Habt Spaß mit dem Video und bis bald.